Ich denke, dass KI-Tools können wirklich eine Chance für Menschen, Studierende mit Beeinträchtigungen sein. Aber in dem Vorbehalt, dass sie werden wirklich genutzt, um Studierende zu assistieren, also wirklich so zu unterstützen, mehr als zu kontrollieren. Und ich glaube auch, dass man muss immer im Kopf halten, dass Technologie allein ist keine Lösung. Und wenn man schaut, wie es kann dir helfen, aber gleichzeitig so ein Verfahren, die dir unterstützt, dann kann es wirklich eine Chance sein. Aber Technologie allein reicht nicht. Ich glaube, die KI-Tools, die am meisten helfen können oder die man Hoffnung hat, ist eben im Bereich generative KI, eben mit ChatGPT, weil man hat plötzlich gemerkt, dass eben den Chat kann wirklich anscheinend verstehen, auch wenn die Person zum Beispiel Legasthenie hat, und kann wirklich so zusammenreden und den Text verbessern. Und da, glaube ich, gab es wirklich einen Sprung. Man muss es noch testen und schauen, ob es stimmt, aber es gibt mindestens Hinweise, dass es geht in diese Richtung, dass da gibt große Hoffnung, dass es geht. Und auch diese Unterhaltungsmöglichkeit, was früher nicht so ganz überzeugend war, ist jetzt plötzlich viel besser geworden, was auch zum Beispiel Studierende mit Sehbehinderung auch helfen könnten, weil sie könnten eben eine erste Beschreibung haben, was man oft probiert hat, zum Beispiel eine Grafik. Man könnte hoffen, okay, man erstellt automatisch einen Alternativtext und diesen Text sagt so, ein Hund, der läuft in der Wiese. Aber vielleicht ist es falsch oder irgendwas passt nicht. Und dann kann der Student sagen, ich finde es komisch, dass es ein Hund ist, weil der Text geht darum. Und dann gäbe es mindestens die Möglichkeit, den KI wieder zu fragen, stimmt das oder nicht? Und da wäre eben diesem Potenzial nachzufragen und nicht einfach nur einen Output zu bekommen. Ich glaube, um KI sinnvoll einzusetzen, würde ich zuerst starten eben mit assistierende Technologie und dazu, wenn man es implementiert, dass man die Menschen trainiert, also dass alle, die in dem Verfahren irgendwie involviert sind, sei es Dozierende oder vielleicht Angestellte an der Universitäten, so dass sie wissen, was es tut und die Grenze davon und wie sie auch Studierende beibringen können, den Tool zu benutzen. Und auch so, dass die Studierende vor allem auch eine Mitwirkung haben, dass sie zum Beispiel entscheiden können, ich möchte den Tool nicht benutzen oder ich bin nicht damit einverstanden. Und ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass Studierende haben irgendeine Macht, weil letztendlich sind die, die getroffen sind, die danach Entscheidungen für sie genommen wird. Ich glaube, wenn sie involviert sind, dann hilft das auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht kann man erstmal starten, ganz einfach mit so Workshops oder, aber ich würde wirklich bevorzugen, dass Menschen es testen und sich wirklich einen Eindruck kriegen. Und eben also durch Feedback auch, weil ich glaube, wenn man würde zum Beispiel einen Workshop machen, nur mit Dozierenden, aber Studierende sind nicht involviert, oder man denkt, ja, ich weiß, wie das geht, ich weiß schon, es gab schon Studie dazu. Ich glaube, das ist gut, auch immer mit Studierenden, die man hat, zu fragen, was startet ihr wirklich? Also ich glaube, in der Uni sowieso hat man schon diese Kultur, vor allem in Deutschland, eben immer so Feedback zu kriegen. Und ich glaube, vielleicht so kann man Kompetenzen aufbauen. Und auch vielleicht so mit Thema Bildung und Training, was ich glaube, nützlich wäre, ist, dass wenn zum Beispiel vor allem IngenieurInnen, wenn sie lernen über KI, dass sie automatisch immer lernen über ethische Aspekte. Und bevorzuglich, dass es nicht gelegt ist auf diese Wahlpflicht, sondern wirklich integriert. Und das für Menschen mit Beeinträchtigung, ich glaube, das wäre sehr nützlich auch, dass in diesem Thema, dass auch man denkt, zum Beispiel, diese Person hat eine Sehbehinderung und die könnte das und das machen. Und vielleicht nicht gezeigt, als was Außergewöhnliches ist und diese kleine Minderheit, weil tatsächlich ist es keine Minderheit. Also es gibt so 15 bis 20% der Bevölkerung, die eine Behinderung hat. Und ja, dann, wenn man es wahrnimmt, dann kann man auch automatisch sofort denken, wie kann ich diesen KI entwickeln und einfach denken, ah ja, Menschen sind manchmal so,
Und deswegen baue ich so ein KI. Also meine zukünftige Universität würde so aussehen, dass eigentlich, es wird nicht nur digital, sondern wirklich sehr hybrid. Und dass wirklich Menschen, dass wir es schaffen, das hybride Modell nicht so schwierig zu machen und belastend für Dozierenden. Und dass wir es schaffen, eben den Auswahl zu lassen, sodass eben die, die manchmal fehlen müssen für Universitäten, weil sie zum Beispiel Arzttermine haben oder weil sie krank sind oder weil sie müde sind durch verschiedene Faktoren, dann können sie wählen, ah ja, ich nehme diesen Online-Kurs, ich kann es nachholen. Und das ist für mich diese Hoffnung, dass man hat trotzdem noch diese Möglichkeit, so Beziehung zu haben mit Menschen, weil ich glaube, sehr viele Menschen wirklich das immer noch bevorzugen und ich würde das nicht lassen. Aber als Add-on, dann hat man vielleicht virtuelle Assistenten, die eben helfen mit dem Unterricht, das gegeben wird an der Uni, dass man kann es auch online machen. Das wäre für mich die Universität der Zukunft. Ich war ziemlich begeistert, hierher zu kommen eigentlich, weil mir hat es interessiert zu wissen, dass es gibt nicht nur Leute aus der Forschung, aber auch Leute aus Unternehmen. Und ich glaube auch, es gab sicher weitere Stakeholders, aber für mich war es wichtig, weil wenn man arbeitet in KI-Ethik, es bringt wenig, wenn ich rede nur mit Menschen, die über Ethik arbeiten. Und ich glaube, wir einigen uns ziemlich schnell zu sagen, ja, man sollte Inklusion fördern. Und ich glaube, wenn ich die Möglichkeit habe, mit anderen Menschen zu reden, dann ist für mich ein Mehrwert, sodass wir zusammenarbeiten können.